Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen. Ja, liebe Gäste im VIP-Club, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und natürlich will ich auch unsere Talkrunde begrüßen, allen voran den Schirmherr der heute für morgen ersten Liga, Herbert Prohaska, herzlich willkommen. An seiner rechten Seite haben wir den Bundesliga-Vorstand Georg Bangl. Wir haben ganz rechts außen von meiner Seite den Bundesliga-Aufsichtsrat Gerhard Stocker, herzlich willkommen. Ja, uns allen bekannt sollte auch unser Obmann des SV Horn sein, Thomas Kronsteiner. Uns sehr freuen tun wir uns alle, dass unser Schilli wieder mal bei uns in Horn ist. Herzlich willkommen, Gilbert Prilasnik. Hallo. Sie sind alle recht herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Das Thema ist Profifußball im Waldviertel. Im 90-Jahr-Jubiläum hat es der SV Horn geschafft, in die heute für morgen erste Liga aufzusteigen. Ja, und jetzt sind wir da. Jetzt ist die Bundesliga bei uns und wir haben heute die Möglichkeit, ein bisschen zu plaudern. Ich werde jetzt anfangen, die ersten Fragen zu stellen, aber Sie sind herzlich eingeladen. Alles, was Sie schon immer wissen wollten, stellen Sie einfach Ihre Fragen. Und ich beginne gleich mal mit dem Herbert Prohaska. Welchen Eindruck haben Sie denn bislang vom SV Horn? Was hat der SV Horn für einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Also wie ich das letzte Mal da war, war ich glaube ich noch Austria-Trainer. Und da gab es das alles oder fast alles nicht, was ich da heute sehe. Und allein in den Räumlichkeiten, wo wir uns jetzt befinden, ist natürlich sensationell. Und ich glaube, jetzt schon sagen zu können, und das soll kein Kompliment sein, sondern wirklich meine ehrliche Meinung, dass der SV Horn, glaube ich, ein sehr willkommener Club ist in der heute für morgen ersten Liga. Weil ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel entstanden ist. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass der Club immer wieder versucht hat, eben den Aufstieg zu schaffen. Und ja, und jetzt sind sie da dabei und deswegen muss man gratulieren für alles, was da entstanden ist. Herr Bangl, ich habe von Ihnen ein Zitat gelesen. Die Imagewerte zeigen nach oben, die Hauptattribute sind jung, publikumsnah und sympathisch. Wie passt denn der Aufsteiger SV Horn in das von Ihnen vorgegebene Image der ersten Liga? Also aus meiner Sicht perfekt. Ich möchte aber mit einer anderen Geschichte beginnen. Und zwar bieten wir in der Bundesliga, in unserer Geschäftsstelle im 13. Bezirk in Wien, jedes Jahr für die Aufsteiger oder für den Aufsteiger ein Aufsteiger-Meeting an, wo wir alle unsere Bereiche vom Marketing über Spielbetrieb und so weiter durchgehen und mit meistens dem Vertreter besprechen. Also die letzten Jahre war es meistens ein Vertreter, vielleicht ist ein zweiter gekommen und der hat wieder weg müssen. Als wir heuer unser Aufsteiger-Meeting hatten im Juni, der Präsident, ich bin immer noch baff, es sind glaube ich 6 oder 7 mit 2 hübschen Damen von euch aufmarschiert. Die haben eine Kompetenz an den Tag gelegt, dass wir als Profis in der Liga gefordert waren, auf dem hohen Niveau wirklich die Sprache zu finden, weil wir bis jetzt halt meistens, bei allem Respekt, Amateure gekriegt haben, Nasenbohrer, die keine Ahnung gehabt haben, dass wir es anfangen, einmal eins ist eins. Und bei euch sind die Leute gekommen, das war sensationell. Und wenn man noch ein bisschen schaut, was sie auf der Homepage tut, was ihr unabhängig vom Sportlichen in den letzten Jahren aufgebaut habt, also da könnt ihr theoretisch noch ein Glas höher spielen, weil dort haben wir Vereine, die sind Homepage-mäßig vom Organigramm her, von der Staff, wie es ihr aufgestellt seid, nicht aufgestellt. Und das ist mir mal eingangs ganz, ganz wichtig, dass ich das einmal sage. Und damit schließe ich mich beim Herbert an. Super, ganz, ganz toll, großes Kompliment. Und Entschuldigung, wo es ausgeht, das wisst ihr wahrscheinlich viel besser als wir. Ich hab nur immer, es ist immer der Name eurem Verein und dem Präsidenten vorausgeeilt. Auch die Anlage, ich muss mich beim Herbert anschließen, ich war, weiß ich nicht, vor 20 Jahren da einmal beim ÖFB, wie ich noch gearbeitet habe, beim U18-Länderspiel gegen irgendwann, da hat es noch den Herrn Robert Mann gegeben, das war damals meine Bezugsperson. Also ich hätte mich halt nicht mehr auskennt, was sie da getan hat. Und wie gesagt, ihr wisst es am besten und wir sind froh, dass Leute wie Sie gibt
die nicht jetzt nur schnell, unüberlegt irgendwo Geld investieren, sondern das hat sich jetzt gerade auch aus der Diskussionsrunde gezeigt, also da springen ein paar Funken über und ich bitte, wenn es hier und da die Zeit erlaubt, dass Sie bei unseren Clubkonferenzen dabei sein werden, weil da haben wir andere, die viel, viel kurzsichtiger denken und wenn Sie uns da ein bisschen helfen, also wir wollen die Liga entwickeln, wir wollen das, alles was dazugehört, einfach noch professioneller machen und mit einem Club wie der SV Horn es ist und mit allem, was da geboten wird, da spüren wir Rückenwind und damit bin ich wieder bei der Frage, jung, sympathisch, dynamisch, professionell, alles was dazugehört und mein Fußballerherz lacht. Ja, das nehmen wir dankbar an, freuen uns natürlich darüber. Thomas, ein langjähriger Traum ist in Erfüllung gegangen, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Wie ist denn die momentane Gefühlslage? Hat sich alles so entwickelt, wie wir uns das erhofft haben? Wie ist denn jetzt die erste Liga für den SV Horn? Also ich möchte mich noch recht herzlich bedanken für die wirklich aufmunternden Worte und die bestätigten Worte für unsere Arbeit. Persönlich möchte ich nur ergänzen, ich habe deswegen dieses Team, dieses kompetente, wirklich engagierte Team hingeschickt, weil ich mich nicht genieren wollte, wenn ich hingehe. Also auch das Jung, jung dynamisch und wie sie dir jung dynamisch, sympathisch, da schicke ich auch die anderen vorweg und nicht mich. Das ist auch, warum ich das sage, dann vielleicht ist es ein bisschen ironisch zu sehen, aber es steckt ja eins dahinter. Das ist das, was wir oder ich persönlich für mich eigentlich wollte hier, nicht einen Verein zur Selbstverwirklichung meiner Person hier aufzubauen, sondern einen Verein in der Region, in der ich doch gewisses Potenzial sehe, zu etablieren, der selbstständig funktioniert, der eigenständig funktioniert, wirtschaftlich auf einer breiten Basis stehen sollte. Und da ist schon relativ viel geglückt, wenn ich hier in der Runde schaue mit dem Lea, mit dem Wolfgang Lösch, der Firma Leiron Graf, der Michi, also hier sind wirklich viele Protagonisten auch hier im Raum, die diese Idee mittragen, die Idee eines wirklich breiten Fundamentes und dass sich der Verein hier in der Region wirklich etabliert. Und die Region meine ich das gesamte Waldviertel, auch große Teile des Weinviertels nördlich der Donau. Hier sprechen wir in meiner Rechnung an die 300.000, 350.000 Leute an und das ist aus meiner Rechnung auch die zweitgrößte Stadt nach Wien. Also wir wollen den Verein hier in der Region breit aufstellen, das ist geglückt, dank vieler hier auch im Saal Anwesenden. Hier geht es nicht um die Verwirklichung meiner persönlichen Eitelkeiten, sondern hier geht es darum, eine breite Basis zu gewinnen, dass der Verein wachsen kann und es sind alle herzlich eingeladen, hier mitzuwirken. Herr Stocker, Sie sind als Aufsichtsrat zuständig für die erste Liga im Speziellen. Die Besucherzahlen sind weiter steigend, es fallen durchschnittlich 3 Tore pro Spiel. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Liga funktioniert? Ich glaube, alle Zahlen sprechen, dass die Liga sich nicht verstecken braucht, dass die Entwicklung der Liga einfach die richtige Richtung geht. Ich möchte aber noch erwähnen, zu Horn habe ich ja besondere Beziehung, weil ihr habt ja das gleiche Aufstiegstrainer-Team, wie ich damals mit Wacker Tirol gehabt habe, wenn wir von der Regionalliga in die erste Liga aufgestiegen sind, eben auch Michael Streiter und Gischi Westerthaler. Wir haben die Relegation gegen Schwechat geschafft und ihr gegen Wattens, wo ich eigentlich meine fußballerische Tätigkeit im Bereich Präsidium begonnen habe. Also Gratulation, dass dieses Team das zweimal geschafft hat. Einmal für euch und einmal vor 10 Jahren für uns. Ja, der Schiel ist heute auch bei uns. Du kennst noch vor kurzem den Spielbetrieb in Horn. Was hast du denn bis jetzt mitgekriegt? Was hat sich vielleicht verändert aus der Regionalliga jetzt bis in die erste Liga? Hast du schon verfolgt, was sich jetzt alles so abspielt in Horn? Naja, ich habe das nur aus der Entfernung natürlich verfolgt. Graz ist doch 3 Autostunden von hier entfernt. Aber dieses neue Gebäude hier, das wirklich sehr repräsentativ ist und glaube ich auch sehr, sehr schön ist, das hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben und das ist, muss ich sagen, Gratulation an den Architekten und auch an, weiß nicht, an die ausführenden, bauenden Personen, also sehr, sehr schön. Auch habe ich mitbekommen, dass was den sportlichen Bereich betrifft, jetzt auch
versucht wurde bzw. schon umgesetzt wird, dass der Nachwuchs auch auf eine leistungsorientierte Basis jetzt gestellt wird mit Hollabrunn und in Kooperation mit Hollabrunn, was sicher eine ganz gute Idee ist. Diese Idee gab es schon, als ich noch hier war. Also Thomas ist ein Visionär, wie es heute schon angeklungen ist. Und die Visionen, die werden dann auch Schritt für Schritt umgesetzt. Und ich denke, dass auch der sportliche Bereich jetzt von der Basis auf soweit schon bearbeitet wird, dass Horn auch hoffentlich lang in der ersten Liga auch bleibt und sich dort langfristig etablieren kann. Ich möchte jetzt mal eine Frage ans Publikum stellen. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht schon irgendwelche Fragen, irgendwas, was Sie schon immer wissen wollten? Sie haben die Möglichkeit, den Herbert Prohaska mit ihm zu plaudern, ein bisschen vielleicht mit dem Bundesliga-Vorstand. Wenn nicht, dann mach einfach. Habe ich eine Frage? Ja, bitte. Ich habe eine Frage an den Herbert Prohaska. Er hat ja gestern, funktioniert das? Er hat ja gestern im ORF das Spiel moderiert oder begleitet. Und ich will ihn hier fragen, wie lange er gestern als Austrianer im Hanapi-Stadion gefeiert hat. Also zuerst einmal muss ich sagen, es ist, glaube ich, jetzt gerade die Zeit der geschenkten Schals. Gestern habe ich einen gekriegt, heute habe ich schon wieder einen gekriegt. Wobei ich ehrlich, und ich glaube, es wird mir jeder glauben, den trage ich lieber. Den gestrigen habe ich dann hergeschenkt. Um ehrlich zu sein, also ich habe mich gefreut natürlich, dass Rapid weitergekommen ist, weil soweit bin ich natürlich Patriot. Zum Feiern war allerdings kein Grund. Ich war noch im Legendenclub drinnen, habe ihnen, so wie beim ersten Mal gegen Novi Sad, wieder gesagt, was sie für eine Kriegsmannschaft sind. Dann haben wir noch ein Glas getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren. Okay, wenn es keine weiteren Fragen oder so dabei gibt, dann werde ich kurz was präsentieren, was wir recherchiert haben. Von den durchschnittlichen Besucherzahlen, wenn man die vom SV Horn vergleicht mit denen vom Vorjahr, würden wir zurzeit auf Platz 6 liegen von den durchschnittlichen Zuseherzahlen. Wenn man von den Facebook-Fans ausgeht, wären wir auf Platz 5. Und meine Frage an den Thomas wäre jetzt, was wäre denn ein Resultat, was uns sportlich in dieser Saison gefallen würde? Welche Platzierung? Tut mir jetzt schwer beim Rechnen, aber eines ist mir gerade eingefallen, ist das dritte Heimspiel, das so verregnet ist wie heute. Und wenn wir diese verlorenen Zuseher noch hinzurechnen, wären wir, glaube ich, an erster Stelle, oder? Vermutlich, ja. Ja, wir haben natürlich das Problem, dass wir nicht so viele überdachte Tribünen haben. Und das kostet wirklich Zuschauer, also gegen Alltag, Minimum 1000, 1500, auch durch das Live-Spiel. Das ich aber sehr befürworte, möchte ich ja sagen. Und heute, wenn ich so schaue, überlegt man sich schon, jetzt vom oberen Waldviertel nach Horn zu kommen, wenn man dann im Regen stehen muss. Und das tut mir persönlich weh, auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil du weißt, jeder Zuschauer bringt Geld und das tut ein bisschen weh. Aber es tut auch weh, wenn ich jetzt die 7 Spiele Revue passieren lasse und den einen oder anderen Punkt nachtraue, das macht keinen Sinn. Wir haben gelernt, wir hoffen, dass wir das nächste Mal das besser machen und darum traue ich den Punkten nicht nach, die wir irgendwo liegen gelassen haben. Jetzt haben wir da so viele Fußballexperten. Was ist denn dem SV Horn zuzutrauen in dieser Saison? Wer traut sich eine Antwort zu geben? Vielleicht. Also ich glaube, es ist ganz einfach zu früh. Tatsache ist, dass die Mannschaft jetzt unabhängig von den Resultaten, glaube ich, immer auf Augenhöhe war mit dem jeweiligen Gegner. Das heißt also, dass es also eine Mannschaft ist, die in dieser Liga sehr wohl bestehen kann und auch bestehen wird. Natürlich ist immer der Umstand, dass man vom Vorjahr war man die absolute Top-Mannschaft, die Spitzenmannschaft, wo du fast in jedem Spiel Favorit bist. Und jetzt steigst du eine Klasse höher auf und da ist das oberste Ziel, einmal da drinnen zu bleiben. Das heißt, es ändert sich die Philosophie, es ändert sich die Taktik, es ändert sich wahrscheinlich ein bisschen auch am System etwas und die Spieler müssen umdenken. Und das dauert halt einige Zeit, aber ich glaube, dass es im Grunde relativ ganz gut geklappt hat von Beginn weg.
Natürlich hat man ein bisschen ein paar, so wie der Thomas sagt, unglückliche Punkte verloren. Aber auch da bin ich der Meinung, denen soll man wirklich nicht nachtrauen, sondern ganz einfach sie jetzt in der Liga stabilisieren. In etwa wird man jetzt wissen, die Stärke der Gegner. Und ich bin davon überzeugt, dass Horn eine Mannschaft hat, die also den Klassenerhalt sicher schafft. Ich möchte jetzt ein neues Thema einwerfen. Zuvor aber noch die Frage, ob es von Ihnen Fragen gibt. Darf ich vielleicht noch einen Gedanken loswerden? Ich glaube, jetzt wird es schwächer. Der Herbert macht bei uns das sportlich als Experte. Mir ist es wichtig, noch ein Kompliment loszuwerden. Ich wünsche mir wirklich, dass Horn es schafft, sich irgendwo im Mittelfeld zu etablieren. Ganz einfach deswegen, das, was der Schiele angesprochen hat. Ihr habt es wirklich nicht nur jetzt im Büro und von der Infrastruktur tolle Voraussetzungen, sondern ihr macht es bodenständig, ihr plant es. Und wenn man sich erkundigt auf der Homepage, wenn man sich schon um die Fünfjährigen kümmert, wenn man 15 Trainer angestellt hat, wenn man das Bundeskonvikt hat mit Unterbringungsmöglichkeiten und von den Plätzen und so weiter, redet da gar nicht, dann hat das Hand und Fuß. Und der Herbert wird es vielleicht jetzt nicht mehr vorweg, die Geschichte. Wir waren vor 2 Jahren in Bad Aussee, die waren damals Aufsteiger, so wie bei euch da, haben auch diskutiert. Und die haben damals 2 Nachwuchsmannschaften, haben es auflassen, damit sie ein bisschen Geld gewinnen, dass sie sich irgendwo, oder 5, dass sie sich irgendwo halt erhalten. Die haben jeden Tausender im Nachwuchs eingespart. Das ist ein Irrsinn. Und Gott sei Dank geht es hier den anderen Weg, eine gute Basis von den 5-Jährigen weg, sensationell. Was mir wichtig ist, wird oft belächelt, aber auch das Thema Frauenfußball, ganz, ganz clever. Ihr habt die Frauen im Verein, die irgendwann wieder Mütter werden, die haben dann Verständnis für den Fußball, man gewinnt sie irgendwo im Umfeld des Vereins dafür. Also da habt ihr einen, wenn man ganz ehrlich ist, einen einfachen Weg beschritten, aber einen cleveren, wo ich mir wünschen würde, dass 19 andere Clubs, 19 aus den beiden Ligen genauso agieren würden in manchen Fragen, wie es ihr und euer Präsident das tut. Ja, danke für die Worte. Gibt es Fragen aus dem Publikum? In unsere Talkrunde eine Frage einzuwerfen? Nein. Dann werfe ich ein neues Thema ein. Stichwort 16er Liga, das wurde vorher schon diskutiert. Wir selbst in der Regionalliga waren immer der Meinung, ja, 16er Liga, es muss jeder Meister der Regionalliga nach oben. Jetzt sieht man das vielleicht schon anders? Fragezeichen an Thomas und auch an den Herrn Stocker aus Sicht der Bundesliga. Ja, also ich bin ein Verfechter der Regionalliga, also ein Verfechter der 16er Liga, solange ich in der Regionalliga war. Und ich habe auch keine Scheu zu sagen, dass ich trotz meines hohen Alters noch lernen darf. Jetzt nach 7 Runden in der zweiten Liga habe ich meine Meinung komplett geändert. Also ich bin für eine 10er Liga, die 10er Liga aus dem Grund, weil ich das Niveau, sportliche Niveau als auch das teilweise wirtschaftliche Niveau kennenlernen durfte der anderen Vereine und ich sehe da kaum Platz für eine 16. Liga momentan. Ja, ich denke, von der Erklärung her ist alles gesagt. Wir sind auch absolut dafür, dass man den Weg der 10er Liga eben weitergeht, dass man die Stärkung der 2. Liga vorantreibt. Es könnte ja mal sein, wenn es ausschaut, dass die Fußballlandschaft in Österreich 16 Profiklubs in der 2. Leistungsstufe verträgt, dass man dann nochmal dran denkt, aufzustocken. Aber derzeit sehen wir da einfach kein Licht, weil wir alle Hände voll zu tun haben, dass wir von 20 Profiklubs erste und zweite Leistungsstufe reden können. Okay, wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem Ex-Teamchef ein bisschen zu plaudern, dann stellt sich natürlich ein neues Thema in den Raum. Jetzt steht uns die WM-Qualifikation bevor. Was trauen Sie den Österreichern zu? Also ich traue Ihnen auf alle Fälle zu, dass Sie in dieser Gruppe den 2. Platz belegen. Ich glaube, es wäre vermessen jetzt zu sagen, dass wir vor Deutschland landen, obwohl es im Fußball auch nicht unmöglich ist. Aber ich glaube, Deutschland ist ganz einfach der ganz, ganz große Favorit in unserer Gruppe. Ich glaube aber, dass wir mit Schweden und mit Irland, die unsere Gegner sein werden um den 2. Platz, dass wir da durchaus Chancen haben. Ich glaube, wir haben unsere Legionäre, die wir jetzt haben, haben jetzt fast durchgehend, nicht alle, aber fast alle, einen Stammplatz spielen. Und ich glaube, dass da die Mannschaft schon eine Zukunft hat.
Und ich traue Ihnen zu, dass Sie eine gute Qualifikation spielen werden. Der nächste Ex-Nationalteamspieler, was sagst du zu dem Thema? Naja, ich gehe davon aus, dass wir um den zweiten Platz eine Rolle spielen werden. Ähnlich wie der Herr Prohaska natürlich, wäre es einfach nicht seriös zu sagen, wir wollen Erster werden in der Gruppe, ist auch nicht, soll nicht unbedingt das primäre Ziel sein, aber wenn wir eine ernsthafte Rolle um den zweiten Tabellenplatz spielen, wäre das schon wieder ein Schritt nach vorne und die letzten Spiele haben durchaus gezeigt, dass es, denke ich, auch so kommen wird, dass wir ernsthafte Konkurrenz für Schweden und für Irland sein werden. Also die Leistungskurve steigt meiner Meinung nach schon deutlich nach oben. Okay, wenn ich das aus dem Fenster schaue, in Kürze werden dann auch die Spieler kommen, und um aufzuwärmen. Vielleicht noch einmal an Sie. Hat jemand eine Frage an unsere Talkrunde? Wenn nicht, dann die Frage an die Runde, ob es noch etwas zu sagen gibt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für das Plaudern und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen viel Spaß beim Spiel SV Horn gegen First Vienna FC. Dankeschön. Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen.